Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaft. Oh, Leute, ja. Jetzt geht's dir gut. So. Oh, das wurde mehr wie Zeit. Zack. So, bringen wir das auch noch weg. So, dann haben wir auch schon die letzte Folge schon wieder für eine Woche für euch, Leute. Ne? Also das ist der Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, ich schaffe nie irgendwas, aber ja, so ist es. Ich kann auch nichts daran ändern. So ist es halt einfach. Und gut ist, ne? So, das wollen wir jetzt erstmal einstellen, dass der seitlich dann gleich abkippt. Dass ich hier... So, sehr schön. Ist voll zwar, aber... Luffy dürfte dann da ja auch nicht mehr drin sein. So. Dass ich dann seitlich abkippe, dann haben wir da auch nicht das Problem in dem... in diesem Teil... So. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wenn ich nämlich jetzt nach rechts abkippe, sollte das eigentlich super funktionieren. So, Kornschieber nicht, hinten nicht, links, rechts abkippen. Perfekt. So. Weil dann stoße ich hier auch nirgendwo gegen. Das ist ja ein Gummischlauch. Das ist ja nicht schlimm. Den würde man wegdrücken. Perfekt. So. Muss eh zurückfahren. Das sieht doch schon mal richtig gut aus, oder? Also das nenne ich doch jetzt eigentlich auch mal Ware im Überfluss. Nein, haben wir nicht. Aber wir kommen endlich ein bisschen an Ware ran. Ich werde ihn da wieder... Oh, ja, ich sollte vielleicht von innen fahren und mir das vielleicht angucken und nicht einfach die Kamera wechseln. Wir fahren nochmal drunter, vielleicht ist da nochmal ein Krümelchen drin. Oder hatte ich genau 21 Tonnen? Nein, sage ich ja. So. So. Sehr schön. Super. So, wie gesagt, erstes Weizenfeld dann runter. Dann nehmen wir uns das nächste vor. Alles geil. Natürlich die viel größere Sämaschine, was ich ja nie wollte, was wir aber müssen in dem Sinne, es geht nicht mehr anders. Ich will jetzt mehr Felder haben, wir müssen produzieren und zusehen, dass uns hier die Welt gehört, ja? Pinky, was machen wir heute? Brain, wie immer, die Weltherrschaft an uns reißen. Pinky und der Brain. Es heißt eigentlich, Brain, was machen wir heute? Pinky, wie immer, die Weltherrschaft an uns reißt. Ich bin der Pinky und der Brain. Jetzt eure Info. So nennt man das. So.
Also meine Schlangenlinien hier fahren, das macht unfassbar viel Spaß. Wisst ihr das eigentlich? Ich hoffe, ihr habt die Ironie gespürt. Mal den Staub hier aus den Dingen raushauen hier. So. Das hat nämlich diesmal in der Außenansicht hier mal super geklappt. Einfach hier wirklich mal volle Schnittlänge, volle Schnittbreite. Und ein bisschen darüber. Und das schaffen wir nicht. Das glaube ich nicht. Alter. Perfekt. In der Pinky und der Brain, 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 Brain. Upp. Oh, uiuiuiuiui. So, machen wir nochmal leer und dann gurken wir einmal außen herum. Zack und zack. So. Die Leute, die mich nicht kennen, fahr immer erst außen. Macht dann einfach Sinn, dann hat man hier einfach einen vernünftigen Schnitt. Aber gut. So, jetzt reißen wir hier auch einen dran lang. Das bedeutet, das fällt ja auch noch, ist auch noch mal Weizen. Die nächsten zwei sind Gerste. Und für die Leute, die es vielleicht nicht lange eingeschaltet haben, die 11 und 12, 12 und 13 ist Gerste und 11 und 10 möchte ich gerne Raps machen. Oder Sojabohnen oder was weiß ich. Das werde ich dann sehen. Ja. Aber wir brauchen erst eine größere Sämaschine. Also das steht auf 100% fest. Und da muss ich gleich nochmal gucken, ob wir hier dann auch gleich pflügen müssen oder ob wir das hier auch nicht müssen. Sonst stelle ich es aus. Ganz einfach. Dann muss ich es halt ausstellen. Nein, hier müssen wir auch nicht pflügen. Alles klar, weiter geht's. Da müssten wir das Pflügen ausstellen, erstmal, bis ich mir dieses hier leisten kann, weil ich glaube, das will sich keiner von euch antun. Reisen. Die Dinge habe ich ja drin. Ja, Leute, genau. Das ist bei einer groben Technik nur da. Dafür braucht man aber 420 Pferde, dafür 500. Ding ist schon fett, ne? Kostet natürlich auch nicht viel, aber 420 Pferde. Ja. Sonst müsste ich das mir wirklich überlegen. Weil wenn ich damit arbeite, dann habe ich kein Problem damit. Aber dann bräuchte ich auch zum Beispiel mit meinem Ober dann nicht rüberfahren. Also eigentlich müsste man dann sich auch noch mal eine extra Sämaschine dafür holen. Aber das sieht man dann, wenn es dann soweit ist. Okay, das bedeutet 70% kriege ich ungefähr.
Aber macht schon Laune. Ich würde auch gerne irgendwann mal mit Pflegebereifung und so arbeiten, mir das alles ein bisschen schwieriger machen, aber müssen wir mal gucken. Einfach mal ein bisschen Geduld haben gerade. Und so eine Woche aufnehmen, für eine Woche da 7 Folgen, das ist halt einfach lächerlich, Leute. Also jeder spielt in seinem privaten Leben einfach viel, viel mehr. Ich spiele privat auch noch. Also ich spiele Hof Bergmann privat und ich habe da schon mehr erreicht wie jetzt hier. Also weil du dann einfach, und das muss man ganz klar sagen, dann spiele ich 10 Stunden. Wir nehmen einfach mal 2,5 Stunden, Leute. Das sind 4 Wochen aufnehmen, habe ich an einem Tag gemacht. Ne? Und das sind 28 Folgen. Wohl bemerkt. Und ich bin nicht weiter, aber man hat das Gefühl, man hat viel mehr erreicht. Ja, ist ja auch klar, weil es sich nicht über diese lange Zeit zieht, sondern an einem Stück, ne? Zack, dann machen wir wieder ein Leer. Bam, 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 bam. Perfekt. Hackengas. Also ich lasse mich wirklich überraschen, wie die Class-Fahrzeuge sich dann fahren lassen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf, irgendwann das auch zu besitzen. Erstmal wird es eine fette Sämaschine und sowas geben, dass ich schneller meine Felder bestücken kann, schneller Geld haben kann und auch einfach sagen kann, okay, kommt Leute, wir warten noch mal. Und kaufen lieber 2 Felder, um einfach viel mehr Umsatz, also viel mehr Geld zu verdienen, ne? Ganz einfach. Und das ist auch nicht so das große Problem. So, ich würde gerne noch mal einmal hier hin und zurückfahren. Einfach aus Gründen, was hier unten mit dieser Schräge zu tun hat und dies und jenes. Oh, das machen wir schon. Upsa. Das will ich aber nicht. Zu früh hoch gemacht. Jetzt spuckt da eh nochmal hinten alles raus. Danke. Ab jetzt haben wir hoch und runter. Dann ist das auch vernünftig. So, wir gucken jetzt nochmal ganz kurz nach den Hühnern, wie das jetzt funktioniert, weil es ist ja regulär ja zu Ende. Aber ich möchte da jetzt einmal nachgucken, weil ich es ja nicht weiß, wie das hier auf dieser Map
abläuft. Entweder ich muss die Eier aufsammeln oder es gibt eine Palette oder so. Also, keine Ahnung. Werden wir sehen. Also stehen tut hier. Ist auch nicht. Weil regulär würde ich sagen, hier, oder? Weil hier steht ja nichts. Die haben ja alles. Ich weiß es nicht, Leute. Ich denke, dass es hier drinnen liegen wird, oder? Hier. Ich weiß es nicht. Werden wir sehen beim nächsten Mal. Gut, damit sage ich vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.